Der Kern dieser Reformbemühungen hatte ganz bestimmt damit zu tun, dass ich aus Heidelberg kam, nach Berlin und Brandenburg kam, also die Realität einer sehr weitgehend entkirchlichten Region kennenlernte, von der ich natürlich wusste, ich war auch vorher viel in der DDR gewesen, aber man nimmt das natürlich ganz anders wahr, wenn man nun als Bischof kirchliche Verantwortung hat. Und ich merkte daran, wir müssen uns den Menschen gegenüber öffnen, die den Kontakt zum christlichen Glauben und zur Kirche verloren haben. Das wird ein langer und auch steiniger Weg, aber wir haben überhaupt kein Recht dazu, den christlichen Glauben einfach nur für uns selbst zu behalten. Wir müssen öffentliche Kirche sein in einem weitgehend entkirchlichten Umfeld. Und dazu müssen wir den Missionsauftrag der Kirche neu lernen. Wir müssen die Hürde überwinden, dass für manche Leute Mission eher ein Schreckenswort ist und sie an irgendwelche gewaltsamen Bekehrungen denken, während in der Wirtschaft Mission oder Mission ein Standardwort für jedes Unternehmen ist, ist es deswegen für die Kirche fremd geworden. Aber wir müssen diese Öffnung wieder hinbekommen. Und die spannende Erfahrung war, wenn wir das wollen, wenn wir an unseren Grenzen ganz offen für die Menschen sein wollen, müssen wir Klarheit darüber haben, was der Kern des christlichen Glaubens ist. Und diese Besinnung auf die Mitte und die Offenheit nach außen miteinander verbinden. Das war das spannendste Thema all dieser Reformprozesse. Und als ich dann Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland war, hatte ich die Aufgabe, diese Veränderung, diese Entwicklung nicht nur für eine Landeskirche im Osten Deutschlands zu vertreten, sondern für die gesamte Evangelische Kirche in Deutschland.